Wovor haben Sie Angst? Wir haben keine Angst. Es lebe Freiheit und Demokratie für alle Welt. Frau leben Freiheit. Frau leben Freiheit. Jen Jian Azadi. Jen Jian Azadi. Jen Jian Azadi. Jen Jian Azadi. Zan Zendegi Azadi. Zan Zendegi Azadi. Medienforum Münster. This is a transgalactic broadcast for the planet Earth. The complete list of all our times and frequencies will be given at the end of this transmission. Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von News Magazin mit einer Sondersendung zum Thema Iran und über die Solidaritätskundgebung hier in Münster mit der feministisch geführten Revolution im Iran. Ja, seit über 43 Wochen solidarisieren sich in Münster City wöchentlich an Samstagen Exil-Iranerinnen und Internationalistinnen mit der feministisch geführten Revolution im Iran. Die Proteste wurden aufgrund der Ermordung der jungen kurdischen Frau Jina Mahsa Amini durch die iranische Schlittenpolizei Mitte September 2022 ausgelöst. Ist also fast schon ein Jahr her. Und auch am letzten Samstag demonstrierte wieder die Solidaritätsgruppe hier in Münster für die feministisch geführte Revolution im Iran und machen ihre Öffentlichkeitsarbeit damit. Ja, aber bevor wir damit anfangen, ich habe drei Studiogästinnen hier. Fangen wir an mit Niki, die hat einen Song eingespielt hier, der heißt Baroye und die Sendung wird auch komplett mit der Musik Baroye sozusagen zwischen den einzelnen Redebeiträgen dann aufgefüllt. Ja, mein Name ist Klaus Blöder und jetzt hören wir Niki mit Baroye. Thank you.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind immer noch hier beim Newsmagazin mit einer Sondersendung zum Thema Solidaritätskundgebung hier in Münster mit der feministisch geführten Revolution im Iran. Ja, zu Gast im Studio Shurish Shakibapur. Schwierige Wörter für einen deutschen Menschen, der keine andere Sprache gelernt hat. Dann Rolam Ranizadeh. Ja, genau. Das war auch ein ganz schwieriger Name, den kann ich mir schlecht merken. Ist ganz einfach. Und Maylin Hosseini. Ist das richtig ausgesprochen jetzt? Ja, fast. Ja, okay. Also es geht hier auf jeden Fall um ja, die Solidaritätskundgebung, also nicht nur, das ist ja sozusagen nur ein Ausdruck dessen, was im Iran passiert. Ja, wir fangen einfach mal mit der aktuellen Situation an. Wie sieht es im Augenblick aus im Iran? Finden weiterhin Proteste statt, weil die Öffentlichkeit wird ja gar nicht mehr informiert hier sozusagen über die breiten Medien, die wir haben. Wir haben ja so viele Medien, kann man sich ja mit erschlagen lassen. Aber selbst die berichten ja nicht mehr darüber, außer es kommt wieder zum Eklat mit den USA oder mit Israel oder wie auch immer. Wer kann mir dann, oder welche von euch kann mir da was zu sagen? Soll ich? Erstmal danke, dass wir hier sein dürfen und wieder berichten dürfen, was im Iran passiert und was wir hier in Münster machen. Danke. So, ja, so wie du sagst, Klaus, in den Medien hier wird nicht viel berichtet, so also gut wie gar nicht im Moment. Und in der Zeit, wo auch berichtet worden ist, sind so viele falschen Aussagen getroffen worden, dass es vielleicht besser gewesen wäre, wenn sie doch auch damals ihren Mund gehalten hätten. Aber was passiert gerade im Iran? Es gibt nicht mehr überall diese Protestbewegungen auf den Straßen. Mhm. Und das warum? Weil sie so extrem niedergeschlagen worden sind in den letzten 10, 11 Monaten, dass die Menschen auch wirklich Angst bekommen haben, auf die Straße zu gehen. Wir haben ja alleine in den letzten 11 Monaten haben wir über 20.000 politische Gefangene alleine in dieser kurzen Zeit. Über 354 Hinrichtungen seit Januar 2023. Vor allen Dingen von den Menschen, die protestiert haben. Meine ich ja. Also die meisten davon, 76%, wird gesagt, waren es die Minderheiten, also die aus dem kurdischen Bereich im Iran und die Balutschen. Und das haben sie ja so gemacht, diese Unterdrückung, diese Repression so stark gehalten, damit die Menschen Angst bekommen zur Abschreckung, damit die Menschen nicht mehr auf die Straße gehen, damit diese Videos nicht mehr dann durch die Welt geschickt wird. Mhm. Aber die Revolutionsbewegung geht nicht mehr zurück. Also die ist da. Der Widerstand ist da. Nur anders. Einmal in Form von Streiks, aber dazu kann Rolam, glaube ich, gleich mehr sagen. Mhm. Dann haben die Frauen, viele, viele Frauen, ihren Kopftuch abgelegt. Und das habe ich in meinem Freundeskreis, in meiner Familie gehört. Auf den Straßen tragen viele Frauen kein Kopftuch mehr. Viele haben ja am Anfang immer gedacht, Kopftuchrevolution. Nein, es geht nicht nur um den Kopftuch, dass wenn der Kopftuch abgeschafft wird, dass dann alles wieder gut ist. Nein, dafür sind die Reformer hier im Iran natürlich immer, dass sie dann damit versuchen, die Menschen im Iran zu beruhigen. Aber es geht nicht um den Kopftuch. Es geht darum, dass die Menschen so ihren Widerstand zeigen, weil sie für Selbstbestimmung, für Freiheit auf die Straße gehen, vor allem die Frauen. Und deshalb auch feministisch geführte Revolution. Und die Frauen sind so mutig. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde nicht mich trauen, das zu machen im Iran, also den Kopftuch abzulegen. Aber sie sind so mutig und sagen, nee, so zeigen wir unseren Widerstand und setzen kein Kopftuch mehr auf. Trotzdem, natürlich gibt es Festnahmen. Und was es halt extrem auch gibt, sind Kameraüberwachungen. Da, ne, das ist das haben die wirklich ausgeweitet und da kommen die Strafen nach Hause. Die Geldstrafen, die Vorladungen zu dem Polizeipräsidium und so weiter. Das heißt also öffentliche Überwachung an öffentlichen Orten, auf den Straßen. Richtig. Und so weiter. Und sobald irgendwie es erkannt wird, dass im Auto sitzende Frauen kein Kopftuch aufhaben. Ist wirklich so. Dann kriegst du einen Brief nach Hause. Somit
erspart sich die Islamische Republik natürlich, das Regime, auch nochmal Videos, auf Videoaufnahmen auf den Straßen, wie die Frauen vielleicht von der Sittenpolizei in ein Auto gezerrt werden, weil sie ihren Kopftuch nicht getragen haben. Die kriegen dann später ihre Strafen oder werden abends abgeholt und kommen ins Gefängnis. Also so. Also die Überwachungssystem ist so stark, aber Maylin wollte auch gleich über die Sittenpolizei und über diese Sachen reden. Was auch nochmal ist, dass die Männer auch diese in den letzten 11 Monaten so solidarisch waren mit den Frauen und mit der Frauenrevolution. Die tragen jetzt kurze Hosen, was auch für die Männer verboten war. Oder Hunde. Ja, genau. Ne, mit Hunden in der Öffentlichkeit spazieren zu gehen, war verboten. Das tun sie jetzt alle. Aber meine Cousine zum Beispiel, die hatte einen Hund und die durfte nie mit dem, sie geht jetzt mit dem raus, aber ihr Auto wurde jetzt auch schon zweimal, verplombt? Ja, so dass sie halt nicht mehr weiterfahren durfte, jeweils für 2 Wochen. Oh. Und Geldstrafe. Oh, ja. Also so versuchen die natürlich auch abzuschrecken. Und, Entschuldigung, ich bin gleich fertig, die Studentenbewegung, die man nie vergessen darf, weil sie immer im Iran schon stark war. Und auch da sind die Proteste in den letzten Wochen, in einer Kunstakademie zum Beispiel, haben die angefangen, große Neins zu schreiben. Na, heißt Nein auf Persisch. Und das bedeutet Nein zur Islamischen Republik und Nein, wir haben euch nichts mehr zu sagen außer Nein. Also es passiert weiterhin was im Iran und was irgendwie auch kaum irgendwie in der Öffentlichkeit auftaucht. Wir werden gleich drüber sprechen, über die Sittenpolizei, die ja wieder neu eingesetzt wird, und über die Streiks und andere Protestformen, die entwickelt worden sind in der letzten Zeit. Wir hören jetzt aber erstmal noch einen Song, und zwar von Ifa. Das ist ein mehr rockiger Metal-Song, der heißt auch Baroye. توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال و گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی عصر و درخت های فرسوده برای پیروز و احتمال انقراض برای سگ های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای برای من میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی
Wie ist dieser Song entstanden und was heißt das eigentlich? Baroje. Ja, Baroje heißt für. In dem Lied wird quasi für die Freiheit gesungen, Baroje Azadi, für die Freiheit, für die Menschen, die dort auf die Straße gehen, für die Studenten und Studentinnen, für die afghanischen Kinder, die leiden müssen. Der Sherwin Hatschipur, der dieses Lied geschrieben bzw. veröffentlicht hat, hat sich von vielen Menschen einfach Fürsätze schicken lassen und daraus dieses Lied gemacht. Dafür wurde er, wie soll es auch anders sein, verhaftet im Iran und wurde wieder freigelassen, weil er dazu gezwungen wurde, ein falsches Geständnis zu veröffentlichen, dass er damit nichts zu tun hat und dass er das so nicht gemeint hat. Und er musste alles aus den sozialen Medien herausnehmen, aber die sind natürlich schneller, als so ein Post wieder gelöscht werden kann. Bis dahin hatte es schon, wie du sagtest, längst die Welt umrundet. Also Sherwin Hatschipur lebt weiterhin im Iran. Genau. Und macht auch weiter. Ja, nur nicht mehr so öffentlich wie vorher, ne? Okay. Ja, natürlich hängt das immer mit zusammen, wie die Repression ausfällt und wie bedrohlich das für einen selber ist. Ich kenne das ja auch von mir, von meiner politischen Zeit. Irgendwie, da muss man immer abwägen, wie kann ich was anfangen und wie kann ich was machen. Aber im Iran ist das natürlich eine ganz andere Angelegenheit. Und zwar habe ich ja jetzt letztens gelesen, dass der Iran die Sittenpolizei wieder einschaltet oder auf die Straßen lässt und auf die Frauen losgehen lässt. Ja, das ist spannend, dass das so hier in den deutschen Medien benannt wird, denn die Sittenpolizei war gar nicht weg. Also etwas, was nie weg war, kann quasi auch gar nicht wiederkommen. Frauen haben das Recht zu entscheiden, was sie anziehen möchten. Dieses Recht wird in Iran jeden Tag durch die Kontrollen der Sittenpolizei verletzt. Letztes Jahr kam es nach dem Tod von Jina Mahsa Amini zu Protesten. Die Bewegung Frau Leben Freiheit ist nicht mehr aufzuhalten. Im Dezember wurde in unseren Medien veröffentlicht, dass die Sittenpolizei zurücktritt oder sich zurückgezogen hat. Das war aber einfach nur, um das Ausland zu besänftigen, um nach außen hin darzustellen, hey, die Situation entspannt sich. In Wahrheit ist es aber so, dass sie quasi verdeckt gehandelt haben. Sie haben nicht mehr auf der Straße die Frauen angegriffen, sondern es läuft jetzt über Videoüberwachung und Frauen oder auch Menschen, die sich nicht an die Regeln halten oder ans islamische Gesetz, werden dann zu Hause verhaftet, bekommen Geldstrafen. Was für die Sittenpolizei den Vorteil hat, dass diese gewalttätigen Videos nicht mehr aufgenommen werden können, weil es auf der öffentlichen Straße so nicht mehr stattfindet. Ja, und jetzt ist sie angeblich wieder da. Das heißt, sie wird jetzt wieder auf der Straße öffentlicher zu sehen sein, aber weg waren sie nie. Nein, das wurde nur zur Besänftigung, Beruhigung im Ausland so veröffentlicht. Das ist, hört sich erstmal erstmal so ziemlich normal an, was Iran angeht. Du hast gesagt, die Medien haben das überhaupt nicht so reflektiert, dass die Sittenpolizei, früher gab es sie in Deutschland auch, die wurde aber abgeschafft, angeblich, dass sie sich nur sozusagen in die Kasernen zurückgezogen haben oder irgendwie nicht mehr in der Öffentlichkeit präsent waren. Wie muss Frau oder Mann sich das mal vorstellen? Was machen die mit einem Menschen, mit einer Frau, die sich öffentlich das Kopftuch runterreißt oder auf Demonstrationen geht? Vielleicht einfach mal versuchen, plastisch darzustellen. Was passiert mit einer Frau, die da, oder auch mit einem Mann? Ne? Sind ja nicht nur die Frauen, die bedroht werden von der Sittenpolizei, sondern von allen anderen auch.
was auf der Straße öffentlich passiert ist, ist, dass Frauen angegriffen worden sind. Also es gibt unzählige Videos, wie Männer von der Sittenpolizei über die Straße rennen und einfach wahllos auf eine Frau einschlagen oder eintreten, die das Kopftuch nicht richtig auf hat oder halb auf hat oder von hinten an den Haaren ziehen. Dasselbe auch, wenn man mit seinem Hund auf der Straße spazieren geht, das ist ja ebenfalls verboten im Iran, dann wird zum Beispiel dein Auto stillgelegt, dass du nicht mehr mit deinem Auto fahren kannst. Also Dinge, die wir uns hier oder die sich eigentlich kein gesunder Menschenverstand vorstellen kann. Mhm. Wir haben es ja gesehen bei Jina Mahsa Amini, die wurde festgenommen deshalb und wurde so hart geschlagen auf der Polizeiwache, dass sie ja gestorben ist. Und das ist ja jetzt kein Einzelfall. Und es ist und Festnahmen. Also wir haben ganz viele Festnahmen, jetzt gerade aktuell auch wieder, weil halt der Jahrestag von Jina Mahsa Amini wieder bevorsteht. Und damit die Menschen nochmal abgeschreckt werden, werden diese Sittenpolizei nochmal vielleicht härter nochmal eingehen, damit bis in einem Monat alle Menschen noch mehr Angst haben und nicht mehr auf die Straße. Das hört sich alles ziemlich schrecklich an. Also ich kann mir eine Situation vorstellen im Kopf, aber ich kriege das ja persönlich körperlich und geistig und seelisch auch nicht mehr mit, weil ich nicht in der Situation bin. Jetzt haben wir noch die Situation, Gewerkschaften oder die arbeitende Bevölkerung, es muss ja die Wirtschaft am Laufen gehalten werden, auch im Iran, damit das überhaupt funktioniert, das System. Wie sind da die Proteste aufgebaut? Es gab ja Streiks und hat sich das ausgeweitet oder was hat sich verändert? Die Arbeiterbewegung im Iran ist eigentlich eine langjährige Geschichte, nicht nur seit der Revolution, seit über 90 Jahre nach der konstitutionellen Monarchie, diese demokratische Bewegungen, besonders große Arbeitskräfte, die im Iran aktiv waren, die haben sich organisiert, Gewerkschaften zu bilden, in Freiheit und in einer demokratischen Form gerecht ihre Löhne und ihre Leben einfach abzusichern. Teilweise zur Schachzeit hat es funktioniert, teilweise auch nicht. Und nachdem die Revolution, Khomeini, der war sowieso nicht für die Arbeiterklasse oder der hatte immer Wert drauf gelegt, alle sind Arbeiter, wir arbeiten und. Auf jeden Fall in den letzten 30 Jahren, die Gewerkschaften Iran handeln sie nicht wie die deutsche Gewerkschaften, dass sie meinetwegen ihre Rechte nicht mit Fuß getreten werden. Permanent in der islamischen Regierung, die Arbeiterklasse haben keine Stimme gehabt. Wo protestiert haben, die haben rausgeworfen und dann haben sie eine Ersatzarbeitslose reingeworfen. Die Bewegungen in Arbeiterbewegungen im Iran, also aktuell nach der Ermordung der Mahsa Amini, Knoten geplatzt. Ja. Diese Knoten ist dadurch geplatzt, dass die es gewagt haben, auf die Straße die Lügner, Despoten, Diktatoren zu erkennen. Und das ist wirklich ein soziologischer Gesichtspunkt, dass man wirklich in diese aktuelle Situation die Lehrer protestieren, Professoren protestieren, Studenten protestieren, Rentner protestieren und dann die Arbeiter, die über 8-9 Monate keinen Lohn erhalten haben von der Zuckerfabrik HFP oder von Ölraffinerie im Khuzestan im Südiran oder große Gasraffinerie der Welt im Asaluye im Südiran am Persischen Golf. Daher, ich persönlich sage ich mal, diese Wagnis haben die untergeordnete Menschen im Iran haben sie erhalten und die wollen durch ihre Protestaktionen, egal in welchem Viertel. Ich habe gestern im Fernsehen gesehen, die Lehrer. In welchem Fernsehen? Im Iran International, die berichten auch über Iran. Auf jeden Fall, die haben wirklich gesagt, das ist unser Recht. Ihr habt gelogen, gelogen und gelogen. Wir wollen unsere Rechte erhalten. Mhm. Das sind die Protestaktionen, die aktuell im Iran sehr populär sind und das Regime versucht,
irgendwie mit den Provisionen oder irgendwelche 2%ige Lohnerhöhung und so weiter zum Schweigen bringen. Ich gehe davon aus, dass die Bewegung im Iran in allen wirtschaftlichen Bereichen sind sehr stärker geworden, und dann eines Tages, wenn sie auf die Straße kommen, dann hat das Regime keine Chance mehr. Okay, das ist auch der Sinn der Solidaritätskundgebung und Demonstrationen und Aktionen hier auch in Deutschland, so wie ihr sie auch hier seit über 43 Wochen durchführt. Kommt das im Iran an? Ja. Ja. Und wie? In welcher Form? Gibt es da nicht eine Zensur oder so? Nein. Also die kommt an, indem wir einen guten Freund haben, den Lothar, der hier in Münster uns fast jede Woche aufnimmt. Und diese Videos, die dann aufgenommen werden und bei YouTube auch zu sehen sind, die werden verteilt. Die sehen die Menschen im Iran. Mhm. Nicht nur die Menschen, denen das halt Mut macht, dass immer noch im Ausland viele hinter denen stehen und sie sehen und die Stimme dieser Menschen sein wollen, aber auch die iranische Terrorregime sehen natürlich diese Videos und wissen dann natürlich, dass die Welt nicht wegschaut, dass wir nicht wegschauen, dass wir da sind und dass wir aufpassen und jede Woche berichten, was im Iran passiert und nicht nur im Iran, was die deutsche Bundesregierung nicht tut. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Genau. Aber ja, sie sehen es. Sie sehen die Fotos, die ich mache und meine Familie zum Beispiel und das bei Instagram oder Twitter reinsetze. Das sehen die Menschen, ja. Wir werden gesehen. Also damit brächt ihr sozusagen die Isolation der Menschen, die im Iran die feministisch geführte Revolution da auch weiterführen. Wir hören jetzt erstmal noch wieder ein wenig Musik, bevor wir gleich weitermachen. Und zwar diesmal das Original sozusagen von Baroye, von Shervin Hajipur. Und danach sprechen wir weiter. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Baroye. Baroye Azadi heißt eigentlich für die Freiheit von Shervin Hajipur. Also der Originaltext, das Originallied, was um die Welt gegangen ist und in verschiedenen Sprachen und Ausführungen dann auch gemacht wurde, um halt die Bewegung dort im Iran zu unterstützen, nämlich die feministisch geführte Revolution im Iran. Zu Gast im Studio heute Abend Suresh Shakibapur, Golam
organisiert. Ja, das war ich laut. Und Maylin Hosseini. Und wir sprechen über die Protestkundgebung für die feministisch geführte Revolution im Iran, die ja seit über 43 Wochen Kundgebung und andere Aktionen hier in Münster durchführt. Maylin, du wolltest noch was zur Sittenpolizei sagen. Ja, genau, beziehungsweise zu den Medien, die so bei uns hier ankommen im Ausland. Und zwar ist es so, dass das iranische Regime richtige Propaganda betreibt, ne? Es werden Berichte ganz bewusst oder gezielt platziert, ne, zu passenden Zeiten, wie zum Beispiel im Winter kurz oder ein paar Monaten, nachdem die Proteste schon zu Gange waren, berichtet wurde, dass die Sittenpolizei sich zurückgezogen hat. Wird jetzt zum Beispiel seit letzter Woche darüber berichtet, dass Frauen im Iran nicht ins Fußballstadion zum Beispiel dürfen. Das war jetzt recht groß in den Medien. Fußball ist ein sehr beliebter Sport. Das hatten natürlich die Menschen viel mehr auf dem Schirm als die öffentliche Hinrichtung von zwei Afghanen, die parallel stattgefunden hat. Darüber wird wiederum nicht berichtet. Also es wird sehr kontrolliert, sehr gesteuert. Eine Auflage oder ein Verbot wird propagiert. Das gibt es wirklich, aber das viel Schlimmere, was in der Zeit stattfindet, darüber wird halt nicht berichtet, ne? Genau. Ja, das ist ganz furchtbar. Also ich versuche mal Meldungen zu finden über die Proteste im Iran, über die Revolution im Iran. Und das Einzige, wo ich mal was finde, ist zum Beispiel die Tageszeitung Junge Welt. FAZ, die macht auch gut. Ja, die FAZ manchmal, ja. Also der hat bei mir eigentlich auch, sag ich mal, keine Lorbeeren zu erwarten. Weil zu Zeiten von wegen hier mit Ukraine sind sie auch ganz komisch drauf. Ist egal, spielt keine Rolle. Wir sind jetzt beim Iran und bei den Protesten und den Revolutionsgefühlen und Revolutionsanbahnungen dort im Iran. Und dass hier was passiert, was passieren muss, ist völlig klar. Wie wird denn über zum Beispiel hier berichtet über die Protestkundgebung hier im Münster zum Beispiel? Gar nicht. Gar nicht. Also am Anfang haben wir die WN immer wieder gebeten oder WDR. WN war auch ab und zu da. WDR hat auch, aber ganz, ganz am Anfang. Jetzt in den letzten Monaten gar nichts mehr. Gar nichts, gar nichts. Also Schweigen im Walde sozusagen. Ja. Oder in den Blättern. Ja. Ja. Ich würde gerne ein Thema ansprechen, ja, weil bitte. Ich würde das gerne jetzt hier nutzen, dass wir reden, genau. Deswegen sind wir hier. Geht gerade ein Gerücht um, wir wissen nicht, ob das wahr ist oder nicht zu 100%. Es gibt viele Belege, die das zeigen, dass es wahr ist. Und zwar ist der Hossein Ali Noyeri, das ist ein iranischer Todesrichter, der wohl ein Visum bekommen hat über Italien und dann mit dem Auto nach Hannover gebracht worden ist, dort in einem Krankenhaus. INA, Privatklinik ist das? INI-Klinik. INI, ja. Das ist für internationale neurochirurgische, ich weiß nicht was. Und dort wird er behandelt von dem Dr. Sami, der aber auch schon 2018 den obersten Richter Ayatollah Shahroudi behandelt hat. Mhm. Als es damals 2018 schon rauskam, dass er den behandelt, wurde er wirklich mit Hilfe der deutschen Polizei zum Flughafen gebracht, wo halt die Unruhen und Proteste vor der Klinik stattgefunden haben, und wurde dann wieder ausgeflogen in den Iran. Und jetzt wird gesagt, dass halt der Todesrichter Nayeri hier jetzt gerade zur Behandlung ist. Der war in der Todeskomitee für 1988. Da wurden ja sehr, sehr viele Menschen hingerichtet und ermordet. Gerade aus der damaligen Opposition heraus, ne? Genau. 30.000 Hinrichtungen. Linke, Mujahideen, viele, viele wurden also dort. Also noch mehr als wahrscheinlich unter dem Schah, ja? Genau. Was dann aber passiert ist, da haben viele dann jetzt in den letzten paar Tagen Aufruf gemacht und haben gesagt, für Familienangehörige, wenn ich jetzt zum Beispiel Familienangehörige habe, die damals durch diesen Todesrichter, Nayeri, der jetzt gerade in Hannover ist wahrscheinlich, wenn mein Vater verloren hätte, dürfte ich jetzt hier in Hannover eine Strafanzeige schalten. Das haben ganz viele jetzt gemacht. Mhm. Und da sind jetzt ganz viele Strafanzeigen gegen ihn in Hannover eingegangen, unter einem bestimmten Aktenzeichen.
Und das heißt, wenn er jetzt wirklich hier ist, dann werden wir sehen, ob das Weltrechtsprinzip auch hier für den Iran gilt. Das ist ein internationaler Gerichtshof genau. In Den Haag, ja. Genau. Eigentlich muss der Professor Sami auch so internationaler Gerichtshof erhört werden, ja. Weil der definitiv gesagt hat, ich bin ein Arzt und ich behandle jeden Mensch, auch wenn der Putin sein sollte, also ausgerechnet Putin. Dass das iranische Regierung, seine Machthaber, die erkrankt sind und mit Professor Sami kommerziell arbeiten, und gehe ich davon aus, dass der auch seine Finger drin hat, und dann der muss auch eigentlich nach iranische Protestierende, würde ich sagen, der muss gleich verhört werden wie alle anderen Mörder. Er wird hier behandelt, aber wir haben Deutsch-Iraner, gerade vor allem zwei im Iran, im Gefängnis, im ewigen Gefängnis sitzen. Einmal die Noi Taghavi und einmal den Jamshid Shammah, der auch die Todesstrafe jetzt bekommen hat, denen es beide gesundheitlich nicht gut geht. Und die werden nicht mal behandelt. Und dann kommt irgendein Todesrichter, der schuld ist, dass so viele Menschen sterben, darf dann hier behandelt werden. Und da kommen wir zurück, Entschuldigung, wenn wir reden darüber, dass diese Menschen alle sanktioniert werden müssen, auf die Terrorliste müssen. Und weil wir sagen, eine unserer Forderungen von Anfang an ist, die Revolutionsgarde muss auf die Sanktions- und Terrorliste. Und auch diese Richter, wir haben Namen, wir sagen, personenbezogene Sanktionen. Mhm. Wenn der jetzt auf der Sanktionsliste gewesen wäre, dann hätte er nicht hier einfach für sich reinspazieren können und behandelt werden können. Dann wäre wahrscheinlich direkt an der Grenze von Italien oder wie auch immer. Aber dank Gabriel, Herr Gabriel und auch der Herr Schröder sind beste Freunde von Dr. Sami. Ah. Und waren jetzt auch, der Dr. Sami war auch ganz oft mit den beiden im Iran gewesen. Also das zeigt einfach wirklich nach so vielen Monaten für mich persönlich, dass die deutsche Bundesregierung das kein Interesse hat an Menschenrechte, egal wo. Dazu sage ich auch, viele Mediziner, die in Deutschland aktiv sind, die haben am Sonntag vor zwei Tagen mitgeteilt, dass sie viele Iraner Richtung Uniklinik Hannover sind, zu protestieren. Mhm. Und der Sami hatte dementiert, dass der Hossein Ali Nayeri überhaupt nicht in dieser Klinik sich befindet. Es ist das Szenario, wie vor drei Jahren mit der Charo, die passiert ist, die heimlich zum Flughafen gebracht haben, weil viele Proteste vor der Klinik waren. Und angeblich, der Sami ist eine Hauptfunktionär, weil der auch Namen in der Welt hat, ist das erste Hirnchirurg der Welt. Und ich bin sicher, dass das auch verhört werden muss. Also der hat auch seine Finger mit diesem Mörder. Und wir nehmen keine Rücksicht und wir müssen auch diese Schweigsamkeit von der deutschen Regierung auch zustande bringen und zu sprechen, was der Dr. Sami jetzt in Hannover mit dem Mörder im Iran macht. Ganz richtig, das ist ein Skandal, es muss auch so thematisiert werden. Wir hören jetzt aber trotzdem noch ein wenig Musik, und zwar mit der Baroje von Lisa Warland, diesmal auf Deutsch sozusagen der Text. Und da hören wir erstmal rein und dann kommen wir zum Schluss der Sendung. Leider. Für all das Tanzen auf den wunden Straßen, für die Angst bei schlichten Küssen uns erwischen zu lassen, für meine kleine Schwester, deine Schwester, unsere Schwestern, für all die lahmenden Gehirne, um sie zu verbessern, für die Scham ohne Geld das Leben zu verpassen, für die Träume eines Müllkinds auf den dunklen Gassen, für die Kinder, die sich sehnen nach nur einem Laib Brot, für die Politik, die Lügen und für all die Not, für die verschmutzte Luft, die wir traurig atmen, für die sterbenden Bäume und all ihre Arten, für die Tiere, die uns lieben, bedingungslos, für all die Tränen unaufhörlich
schier endlos für all die Bilder, die in uns sind und sich drehen, um ein schlechtes Lächeln in deinen Augen zu sehen, für die Zukunft dieses Landes, dieser Generation, für das Leben nach dem Tod, frei nach unserer Vision, für alles Wunderbare und für die in Haft, für alle Lügen und die wahre Leidenschaft, für alle, die versprechen, leer und sinnlos, für den kleinsten Lebensfunken friedlich und sorglos, für die aufgehende Sonne nach der dunklen Nacht, für die Pillen, die wir brauchen nach durchwachter Nacht, für all die Menschen, alle Länder, Frieden in uns allen, lass die Freiheit durch die Straßen hallen, für das Mädchen, das sich wünscht, es wäre ein Junge, für den allerersten Schrei aus einer kräftigen Lunge, für all die Frauen, all das Leben und für dieses Lied, für alle die. Baroye Asadi. Über 43 Wochen gibt es jetzt die Solidaritätskundgebung und andere Veranstaltungen. Wie schafft ihr das? Wo nehmt ihr die Kraft her? Das weiter, immer weiter zu organisieren, jede Woche. Also zu Beginn dieser ganzen feministischen Revolution, herzlich Iraner haben nie damit gewartet, dass das iranische Volk auf die Straße, mit welcher Courage auf die Straße gegangen sind. Natürlich, wir waren auch bewegt und dann spontan viele Iraner, die jahrelang hier im Exil gelebt haben, herzlich diese Protestaktionen, besonders also von verschiedenen Denkweisen, die haben sich also zusammengetan und diese Solidarität ist auch eigentlich in die Herzen gegangen. Wie wir das geschafft haben, also wir sind abhängig von der iranischen Bewegungen. Ja, was wichtiger im Iran passiert, dann wir sind verpflichtet, einfach die Stimme der Iraner sein und in die Welt bringen. Und es ist auch teilweise in der ganzen Welt mit der Parole Jen Jian Azadi oder Zan Zendegi Azadi oder Frau Leben Freiheit. Ich gehe davon aus, die ganze Welt kennt diese Parole. Und das ist auch wunderbare Revolution und wunderbare Geburt, alle Geburten, die Iraner jetzt erlebt haben. Ja, und dafür habt ihr meinen vollen Respekt, muss ich echt sagen. Ich hab noch keine Gruppe kennengelernt, in Münster nicht und irgendwie in Deutschland nicht, wo ich meine, irgendwie, dass sie über 43, 44 Wochen lang auf die Straßen gehen. Jede Woche zwei Stunden da irgendwie wirklich mit viel Kraft und Elan dann wirklich auch immer wieder da sind, auch bei Wind und Wetter, wie auch immer. Wie ist die Stimmung in der münsterschen Öffentlichkeit, wenn ihr da auf der Straße seid und wie ist die in der Politik? Vielleicht eine kurze Antwort, weil wir leider nicht mehr so viel Zeit haben, dafür bräuchten wir eine ganze Stunde. Also einmal ganz kurz bei mir, warum ich jeden Samstag da bin und auch versuche, so aktiv zu sein, ist mein schlechtes Gewissen. Und also ich kann nicht zu Hause bleiben, weil ich wirklich denke immer, ich bin vielleicht nicht direkt betroffen, weil nicht meine Schwester oder mein Vater oder meine Mutter im Gefängnis sitzen oder vergewaltigt worden sind oder hingerichtet worden sind. Aber ich stelle mir immer vor, diese Menschen, die jetzt getötet worden sind, allein in den letzten Wochen und Monaten, das wäre einer von meinen Familienangehörigen. Und deshalb will ich die Stimme dieser Menschen sein, die für Freiheit auf die Straße gehen. Und ich möchte die politischen Gefangenen nicht vergessen und deshalb
bin ich aktiv. Was hören wir hier von den Menschen? Viele, die vorbeigehen samstags, finden das gut, was wir machen. Es gibt natürlich Menschen, die vorbeigehen und mit dem Kopf schütteln und sich fragen, was geht es uns an? Demonstriert doch in eurem Land. Was haben wir Deutschen damit zu tun? Mhm. Und da kann ich nur antworten, Menschenrechte gehen uns alle was an. Ja. Und weil akzeptieren wir die Menschenrechte oder nicht die Menschenrechte, was in anderen Ländern ist, die Verletzung, Menschenrechtsverletzung in einem anderen Land, dann kann es auch uns hier eines Tages passieren. Und dann ist der Geschrei bei jedem groß. Und dann sage ich auch noch, Fluchtursachebekämpfung. Ja. Ja? Wenn in diesen ganzen Ländern Diktatoren herrschen, Terrorregime herrschen, muss man sich da nicht wundern, wenn diese Menschen flüchten und dann vielleicht hier hinkommen. Und dann ist wieder der Geschrei und AfD wird größer. Und so weiter, das ist eine Kette und das dürfen wir nicht vergessen. Deshalb sollten wir uns jetzt darum kümmern, dass diese Revolutionsbewegung stärker wird im Iran, damit nicht so viele Menschen flüchten müssen und frei sein können. Ja, das ist ein guter Ansatz. Es ist in Form der Solidarität untereinander, miteinander. Die sollte eigentlich für die ganze Welt gelten, für die gesamte Menschheit. Natürlich nicht nur für die Menschheit, sondern überhaupt für alle, die auf diesem Planeten leben und leben müssen. Ganz wichtiges Thema jetzt. Was ist in den nächsten Wochen, in der nächsten Zeit geplant? Gibt es weitere Kundgebungen, Veranstaltungen, Aktionen? Ja, es gibt jeden Samstag in der Stubengasse in der Innenstadt von Münster, kann man uns finden von 14 bis 15 Uhr zur Kundgebung. Jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, jedes Kind, jeder Hund, jedes Lebewesen ist herzlich eingeladen. Wir haben auch oft ein offenes Mikro, also es kann jeder auch was dazu beitragen, über seine Gefühle sprechen und die Menschen mit uns zusammen darüber informieren, was im Iran oder auch auf der Welt passiert. Denn wie Shurish gerade sagte, die Menschenrechte gehen jeden was an und sollten aber auch für jeden selbstverständlich sein. Und was uns ganz, ganz wichtig ist, ist am 16.09. eine große Demo geplant ist. Warum am 16.09.? Genau vor einem Jahr am 16.09. wurde Jina Mahsa Amini, die Kurdin, über die du ganz am Anfang gesprochen hast, so stark geschlagen, dass sie gestorben ist, weil sie ihr Kopftuch nicht richtig aufgehabt hat. Und ja, an ihrem ersten Todestag werden auf der ganzen Welt Demonstrationen dazu stattfinden. Und ja, es ist uns halt wichtig, dass das gesehen und gehört und auch mitgefühlt wird. Denn das ist ein Verbrechen an der Menschheit, was da begangen wird. Und das wird so selbstverständlich hingenommen, auch von unserer Politik, dass wir Bürger, wir normalen Menschen einfach aufstehen müssen. Und ich glaube, die hier in Deutschland leben, haben alle eine Stunde zwischendurch mal Zeit und Kraft, sich auch den nicht so schönen Dingen im Leben zu widmen. Das hast du sehr gut ausgeführt und sehr gut beschrieben. Ich denke mir, das ist ganz wichtig, dass Menschen sich zueinander solidarisch verhalten und auch mal stehen bleiben, miteinander reden. Denn dadurch kann sich die Welt auch ändern und auch die Situation im Iran, die Situation auch hier in Deutschland oder in anderen Ländern. Es muss sich alles ändern, damit das in Bewegung bleibt und die Menschen miteinander leben können, ohne sich gegenseitig umzubringen zum Beispiel, ne? Wie das irgendwie mit den vielen Kriegen jetzt irgendwie auch noch irgendwie stattfindet. Eine letzte Frage, wie kann man euch erreichen? Wir haben also jeden Samstag natürlich von 2 Uhr bis 3 Uhr, wiederholen wir nochmal, in der Stubengasse. Aber wir haben auch eine Instagram-Seite, die heißt Frau Leben Freiheit Münster. Aber vielleicht könnt ihr das ja auch nochmal bei euch reinsetzen und dann können die Leute das vielleicht auch sehen. Oder eine E-Mail-Adresse, die wir haben, wenn uns jemand schreibt, vfpf@gmx.net. Das ist der Verein für politische Flüchtlinge. Genau. Und ja, ansonsten, wie schon gesagt, über Frau Leben Freiheit unterstrich Münster mit UE findet man uns auch. Da sind auch immer Berichte über aktuelle Situationen im Iran oder auch hier in Deutschland und die Veranstaltungen, die wir haben. Wunderbar. Wir sind am Ende angekommen unserer Sendung und müssen jetzt gleich in die Musik reingehen. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss vielen Dank, dass ihr hier
hier hingekommen seid und mir Rede und Antwort, wie nennt man das so schön? Gestanden habt oder wie auch immer. Ihr habt mir auf jeden Fall auf meine Fragen geantwortet und sehr viel Information gegeben für die Hörerinnen und Hörer. Ihr wart jetzt hier Shuri Shakibapur, Rolam Ranizadeh. Ja, und Maylin Hosseini als Studiogäste hier im Bürgerfunk bei Newsmagazin Spezial. In der Technik bedanke ich mich hier bei Peter Henkenborg. Und mein Name ist Klaus Blödo und wir hören jetzt noch einen Song von Niki. Und zwar heißt der Revolution. Der ist ja auch in Deutschland aufgenommen worden. Also in Münster. In Münster natürlich. Okay, machen Sie es gut. Schönen Abend. So many words unsaid, don't even know them all. So much of hate got spread, but still no one to call. Come with me, hold my hand as we feel young and free. Let's fight from where we stand, by our hearts of you. Do you feel better when you hurt me and I fall apart? You think you're clever cause you hit me, break me, kill me. Right from the start. There's one solution, revolution. There's one solution, revolution. There's one solution, revolution. Revolution. There's one solution, revolution. There's one solution. Revolution, there's one solution. Revolution, revolution. They say there's no way out as they are here to stay. But they won't get us down as we won't hide away. Do you feel better when you hurt me? Don't and I fall hurt me, apart? No. You think you're clever cause you hit me, break me, kill me. Right from the start. There's one solution, revolution. There's one solution, revolution. There's one solution, revolution. Revolution, there's one solution. Revolution, there's one solution. Revolution, there's one solution. Revolution, revolution, there's one solution. Revolution, there's one solution. Revolution, there's one solution. Revolution. Revolution is one solution. Revolution is one solution. Revolution is one solution. Revolution, revolution. Do you feel better when you hurt me and I fall apart? You think you're clever cause you hit me, break me, kill me. Right from the start.